Hey Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Food Diary auf meinem Kanal. Dieses Woche war wieder sehr yummy-licious und ich habe euch dieses Mal zwei Rezepte unten in die Infobox geschrieben, also ein herzhaftes und ein süßes. Das herzhafte, dieses habe ich mir diese Woche zweimal gemacht. Das waren Zucchini-Puffer und die sind einfach mega gut. Also das müsst ihr nachmachen. Das andere Rezept müsst ihr auch unbedingt nachmachen. Das war nämlich veganer Käsekuchen, also den habe ich mir zum Frühstück gemacht. Den habe ich am Vorabend zubereitet und zum Frühstück dann gegessen. Das ging auch mega leicht und nur mit natürlichen Zutaten. Ich habe da einfach als Masse den veganen Alpro Skyr Vanilla genommen und das war's. Also da kam weder noch Zucker noch Vanillepuddingpulver rein oder Seidentofu nimmt man ja auch manchmal für veganen Käsekuchen. Also das ist auch echt ein Träumchen. Genau, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, es ist the next week, Montagmorgen. Es gibt 3 Scheiben Vollkorntoast mit Erdnussmus, Banane und Hanfsamen und ein Schwarztee. So, da gab es Reis mit Curry, einfach mit Kichererbsen, Paprika, Karotte und Brokkoli. So, that's my dinner. Gurke, Paprika, Artischocke, Oliven, ein Brötchen mit dem, wie immer, ihr wisst Bescheid, Oatly und das aus der Pam-Box, Paprika, Olive, bin mal gespannt, wie das schmeckt und ist das, was mir heute aufgefallen ist, dass ich heute komplett vegan war. Also Frühstück, Erdnussbutter, it's vegan, Curry heute Mittag, it's vegan, Dad's, it's vegan, ein bisschen Käseentzug, tut mir auch nicht schlecht, tut mir auch gut, ja, morgen gibt's wieder Käse. Ich hatte vorher zwischendurch vergessen zu zeigen und dachte nicht, dass da, habe ich vorher noch vergessen zu zeigen, ich hatte noch den Lini Bites, vegan, in Salted Peanut Caramel, der war echt gut. Also, oh Gott, das sind die besten. Ich muss mir mal online einfach diese Bralinis alle bestellen und alle von diesen Bites. Ja. Das war mein veganer Tag, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bereite jetzt noch was Gesundes für morgen zum Frühstück vor. Das soll der Boden sein. Der besteht aus 40 Gramm Haferflocken, 3 Datteln und 10 Gramm von dem Rohkakao-Topping. Genau. Das ist der fertige Boden. Jetzt kommt das hier als Quarkmasse oder eben so Käsekuchen, Quarkauflauf. Ich habe da extra mir den Vanille gekauft, dass ich es nicht noch extra süßen muss. Und so Nutri-Score A, der eben mit Vanille und der Skyr. Dann mache ich da noch Heidelbeeren rein und Brombeeren. So, das ist jetzt der fertige Quarkauflauf. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe ja kein Vanillepuddingpulver oder sowas reingemacht. Einfach nur der Alpro Skyr und Beeren. Sieht eigentlich ganz gut aus. Let's taste. Schmeckt voll gut.
Damit eigentlich wie Käsekuchen. Also, wie mein veganer Käsekuchen. Und wie man sieht, geht es auch fast ohne. Also, bei meinem Käsekuchen war noch Agavendicksaft drin und eine Packung Puddingpulver. Aber es schmeckt wirklich auch so, wenn man einen halt nimmt, der ein bisschen Geschmack hat. Schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. So, wir haben jetzt Dienstag, 9:30. Ich werde jetzt gerade kurz einkaufen, also nur ein paar Sachen. Hafermilch. Ich finde es gut, dass es die im Glas gibt. Und es ist auch die beste Milch. Also zum so trinken finde ich sie halt richtig nahrhaft, so richtig dick, cremig. Damit mache ich ja immer meinen Kava. Keine anderen. Was mit dem gesunden Kakao. Keine Art Apfelkerne. Vanille Alpuls, aber nicht das Gier. Den hatten sie nicht, nur den normalen. Weil ich mache für meine Fam das gleiche, was ich heute zum Frühstück hatte, nur in so Muffin Cups. 2 Bananen. Und dann war ich noch bei Lidl und habe mir da so ein Ciabatta Brot geholt. Das riecht gut. Eigentlich wollte ich das mit Oliven. Aber irgendwie hatten sie das, glaube ich, nur im Urlaub. Also, als ich am Lago war, da hatten sie nämlich das mit Oliven. Ich fand das so gut. Das war's. Jetzt warte ich, glaube ich, noch ein bisschen, gehe noch kurz ans Handy und dann gehe ich joggen. Weil es so schönes Wetter, die Sonne scheint so schön. Genau. So, nach der halben Stunde Joggen habe ich jetzt noch 10 Minuten dieses neue von ihr gemacht, von Pamela. Das neue 10 Minuten Booty und dann noch das 10 Minuten Apps mit den Gewichten. Und jetzt mache ich noch 20 Minuten Hula Hoop. So, das ist mein Mittagessen. Einfach ein bisschen Käse, das halbe Ciabatta, Feta, Oliven, Gurken, Artischocke, noch von dem Pamela-Aufstrich. Yummy. So, bei mir gibt es jetzt ein kleines Snackteller für Süßigkeiten. Ich habe noch so ein paar Süßigkeiten hier. Einmal das Hanuta Cookie, dann Schokocrossis mit Salted Caramel, die Lotuskekse, diese veganen Gummibärchen, vegane Schokolade und so eine Cookie Dough Schokolade. Ja, also die drei Sachen sind vegan und die anderen nicht. Yes. Und da währenddessen schaue ich noch einen Film. So, ich gehe jetzt noch eine kleine Runde spazieren. Oh ja. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe jetzt insgesamt mit dem Joggen und Spazierengehen und Bewegung 10.000 Schritte heute gemacht. Genau. Und den Sport habe ich euch ja vorhin gezeigt, was ich heute gemacht habe. So, ich habe leider vergessen, es zu filmen, aber ich hatte einfach ein bisschen Karotte, Paprika und eine Tomate und ein paar Nüsse noch. Ich hatte nicht mehr allzu großen Hunger nach den Süßigkeiten. Das ist mein Frühstück für heute. Zwei Brötchen. Und das ist so ein Croissant, Korn, irgendwas. Einmal mit veganem Frischkäse drunter, dann so Camembert und eine Scheibe Gérardmer-Käse mit Marmelade und hier ist Erdnussbutter, also Peanut Butter und Dings, Erdmarmelade und dann mein Kakao, mein gesunder mit, also der mit Kokosblütenzucker gesüßt ist und mit Hafermilch. Genau.
gestern. Mir war langweilig, weshalb ich jetzt einen Kuchen gebacken habe. Bin mal gespannt, ob der gut ist. Ist auf jeden Fall durch. Ja, dann dekoriere ich den jetzt nur mit Schokolade und mit Beeren. Wenn er ein bisschen abgekühlt ist. So, Freunde der Sonne. Ich habe den Kuchen fertig gemacht. Sieht er nicht schön aus? Ich habe noch, also er ist komplett vegan und zuckerfrei. Also der Inhalt ist zuckerfrei. Oben die Schokolade habe ich 30 Gramm von denen mit Kokosblütenzucker gesüßt. Pamela Chunks, die sind ja gesund, sag ich mal. Aber dann habe ich noch 3 Stücke normale Zartbitterschokolade. Die sind natürlich mit normalem Zucker gesüßt. Und dann habe ich noch vegane weiße Schokolade. Die ist halt auch mit Rohrzucker, glaube ich. Ja, stimmt, mit Rohrzucker sind sie gesüßt. Ja. Genau. Und es sieht mega geil aus mit der weißen Schokolade. Ich würde sonst eigentlich immer viel lieber Schokolade nehmen für Kuchen, wo mit Kokosblütenzucker gesüßt ist oder mit Datteln, aber die sind immer so extrem teuer und deswegen finde ich das immer zu schade, wenn man den Kuchen mit so einer teuren Schokolade anstreicht. Eigentlich sollte man die dann eher so essen. Aber ja, ich hoffe, es schmeckt. Ich habe mich wieder nicht am Rezept gehalten. Eigentlich habe ich es komplett anders gemacht. Bei uns gibt es jetzt einen Salat, wie ich vorhin erzählt habe. Kopfsalat mit Tomaten. Jetzt schneiden wir den Kuchen mal auf. Das ist die Mitte. Wie viel willst du? Ja, so, ja. So, das ist jetzt der Rest von dem Kuchen. Das sind soweit so Stücke noch. Genau, das ist mein Abendessen. Ich habe jetzt mega Hunger. Irgendwie war das zum Mittagessen jetzt nicht so viel. Der Teller Salat und jetzt noch ein paar Beeren. Und jetzt machen wir einen Test. Einen Taste-Test. So. Dann probieren wir mal. Ich habe es extra noch in die Mikrowelle kurz gemacht für eine Minute, dass es noch so ein bisschen warm wird. Bin gespannt, wie probiere ich denn? Ach nö. Toll. Doch, die Konsistenz gefällt mir sogar eigentlich relativ gut. Es schmeckt sehr schokoladig, schon so herb, also jetzt nicht so mega krass süß. Man könnte es natürlich noch süßer machen, wenn man will. Man könnte natürlich noch mehr Datteln reinschmeißen, aber muss nicht sein. Also ich habe extra weniger reingemacht, wie in dem Rezept war. Und ich habe auch kein Reismehl verwendet oder so. Ich habe Buchweizenmehl und Dinkelmehl und ja. Ich finde ihn sehr gut. Das ist nur mein ganzer Boden verkrümelt. Das werde ich jetzt enjoyen. Und denk dran, genießt jetzt noch die Zeit, solange es noch Beeren gibt. Ich habe erst wieder in meinem Gesundheitsbuch gelesen, also in meinem Ernährungsbuch, dass Beeren so gesund sind, vor allem die dunklen. Generell, desto dunkles Gemüse, Obst, desto gesünder. Try it! Heute gibt es meine veganen Bananen-Pancakes endlich wieder. Mit Heidelbeeren und mit Erdnussmus natürlich.
und eine Tasse schwarzen Tee. Und ich lieb's. Einfach die besten Pancakes. Das ist mein Mittagessen für heute. Einfach Kürbis mit Feta und Kürbiskern. Ein paar Nüsse, Walnüsse, Cashewkerne und Mandeln. Gurken, ein bisschen Paprika und dann gibt es noch einen Nougat-Kakao. Crisp and Crunch. Und genau, that's my lunch. So, ich esse jetzt noch den halben von dem Riegel. Mit dem Nougat-Kakao, Brownie Crunch, da ist noch eine Hälfte drin. Von dem veganen Taste-Test. Genau. Ich habe jetzt doch wieder Hunger bekommen, weil es ja nicht so viel war heute Mittag. Und ich tue heute Abend Essen bestellen, aber es reicht mir jetzt nicht, deswegen esse ich jetzt doch noch was. Ich habe jetzt langsam Hunger. Oder ich habe Hunger. So, ich habe jetzt doch noch ein bisschen gesnackt. Ich habe hier noch von dem Creme Cluster ein bisschen gegessen, von diesen gesalzten Cashewkerne. Bevor die Pizza. Bevor wir Pizza essen. Weil ich hatte so Hunger. Und es ist jetzt, sind jetzt doch noch 2 Stunden und I can't. I can't. Deswegen habe ich dafür jetzt noch ein paar Snacks. Aber trotzdem noch so bei jedem die Hälfte drin. Ja. Das ist mein Frühstück. Einmal 2 Scheiben Vollkorntoast mit Erdnussmus und Banane und Hanfsamen und Himbeeren und Heidelbeeren. Zucchini-Puffer und Kartoffeln und selbstgemachter Tzatziki. Das Rezept für die Zucchini-Puffer ist auch unten in der Infobox. Ich liebe es einfach. It's delish. Ich habe jetzt das 10 Minuten HIT-Video gemacht, dann 10 Minuten Legs and Fat Burn und 10 Minuten Booty and Abs. 30 Minuten Pamela und jetzt mache ich noch ein paar Bauchübungen mit der 5 Kilo Scheibe. Genau. Ich habe danach auch noch 20 Minuten Hula Hoop gemacht, wie fast immer. So, that's my dinner for today. Es ist vegan, also ich habe ein bisschen von dem Natur-Alpro-Joghurt, Hafermilch oder nee, Hafermandelmilch. Dann einfach nur ein bisschen Haferflocken, ganz normale Dinkelflakes, Maisflakes von den Pamela Chunks, also Chocolate Chips, Leinsamen. Ein paar Mandeln, Cashewkerne, Cranberries. Dann habe ich hier noch ein bisschen Vanille Alpruskier. Genau. Das war's, glaube ich. Ah ja, Himbeer noch ein paar, genau. Apfel und also so ein kleines Stück Apfel noch. Und dann noch Granatapfelkerne. That's it. Wie beautiful ist bitte diese Farbkombi? Also wie immer 40 Gramm Porridge, Joghurt, Natur und Vanille, Granatapfelkerne, Himbeeren, Banane, Peanut Butter und die Pamela Chocolate Chips. So, Lunchy Lunchy. Es ist einfach ein Traum. Mega gesund. Low calories würde ich schon sagen, also von den Carbs her. Genau, und nein, die sind nicht von gestern. Ich habe mir tatsächlich nochmal frisch Zucchini-Puffer gemacht, weil ich sie so geil finde und ich wollte sie nochmal essen. Und wieder Kürbis mit Feta und Kürbiskern und selbstgemachter Tzatziki. It's delish. So, zum Abendessen gibt es Käseplatte. Aber das ist nicht alles für mich. Ganz verschiedene Käsesorten. Karottenkäse, Kurkuma-Käse, Holunder,
alles Mögliche. Genau. Zeige ich gleich dann, was ich esse.